Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Jetzt ist es offiziell, der Bayern-Star Joshua Kimmich hat Corona. Ja, Joshua Kimmich stand, glaube ich, in den letzten paar Wochen vor allem im Mittelpunkt, in dem es um die Impfdebatte und die ganze Corona-Debatte in Deutschland ging. Und ja, jetzt ist es passiert, denn viele Medienberichte bestätigen es, Joshua Kimmich hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Und der Bayern-Star befindet sich aber schon seit mehreren Tagen tatsächlich in häuslicher Isolation bzw. häuslicher Quarantäne, da er im Vorfeld einen Kontakt mit einer Covid-19 erkrankten Person hatte. Und ja, und nun fiel dann auch der Test bei Joshua Kimmich positiv aus. Damit ist es jetzt offiziell, Joshua Kimmich ist an dem Coronavirus erkrankt. Medienberichten zufolge wollte er sich auch mittlerweile ein bisschen überzeugen lassen, sich doch noch zu impfen. Doch, da ist ihm das Coronavirus jetzt erstmal zuvor gekommen. Ja, was schreibt ihr um den ganzen Kimmich-Hype? Jetzt ist es tatsächlich auch noch passiert. Er hat Corona, das wird jetzt einige Wellen schlagen. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Ich glaube, es ist eine sehr, sehr krasse Debatte um Impfen, Nicht-Impfen. Jetzt hat er Corona, er muss aussetzen. Was soll er machen? Sollen die Bayern ihn nicht mehr aufstellen? Also es gab ja ganz, ganz viele Vorschläge. Und jeder hat da nochmal eine eigene Meinung zu. Deswegen würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Ich finde, dass man darüber auch reden sollte und auch darüber reden kann. Natürlich wird es irgendwann komisch, wenn vor allem sich dann Leute aus der Politik irgendwie einmischen und dann irgendwas fordern oder eine Impfpflicht für Fußballer fordern oder etwaiges in Erwägung ziehen und man eigentlich nie darüber nachdenkt, könnte man vielleicht auch mal im Parlament oder im Bundestag eine Impfpflicht machen, ja, weil ich denke, Politiker sind auch Vorbilder, aber das ist was anderes, deswegen, ich sage nur als Politiker, ich finde es immer komisch, wenn man dann mit dem Finger irgendwie auf andere zeigt oder so Scheindebatten aufmacht, denn ich denke nicht, dass die Profifußballer das größte Problem in der Pandemie sind. Vielleicht der Fußball an sich noch mit seinen ganzen Zuschauern, aber ob die Profifußballer hier wirklich das größte Problem ist, wo sich auch die ganze Konzentration der Politik darauf richten sollte, sollte man vielleicht an einer anderen Stelle irgendwo graben. Trotzdem, immer sehr interessant, was ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, Joshua Kimmich hat jetzt Corona und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.